Ich weiß nicht, was der Herr vorhat mit mir. Das ist nicht schlimm. Also ich werde später auch CDs dann bekommen. Aber ich versuche hier, meinen Vortrag zu öffnen. Ich sehe die kleinen Bildchen, aber auf groß ist es schwarz. Okay. Dann müssen wir jetzt mit dem leben, was der Herr gibt. Er gibt sowieso immer Gutes. In meinem Herzen habe ich Folgendes gespürt, als Einleitung für diese Tage zu geben, und zwar aus Johannes 10. Und in Johannes 10, da spricht Jesus vom guten Hirten. Ich bin der gute Hirte und ich führe meine Schafe. Ich kenne meine Schafe. Meine Schafe kennen meine Stimme. Ich führe sie auf die Weide und sie werden ein- und ausgehen und sie werden gute Weide finden. Das Thema unserer Exerzitien ist am Herzen des Vaters. Und einen schönen Einstieg oder einen besseren Einstieg, auch bildlich gesprochen, können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen, als der in der Kapelle ist, wo Jesus da ist, über dem Wasser, so wenn ich das Bild richtig verstanden und geschaut habe. Und er drückt so voll Zärtlichkeit, drückt er sein Schäflein an sein Herz. Und wer möchte dann nicht dieses Schäflein sein? Also ich als Erster. Jeder als Erster, gell? Und bei Jesus ist das überhaupt kein Problem. Er will uns wirklich diesen Platz an seinem Herzen geben. Aber Jesus gibt uns eigentlich durch sein Leben den Einstieg zum Herzen des Vaters. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, wohin geht denn dieser Weg? Und wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, ja, welche Wahrheit will er uns geben? Und wenn er sagt, ich bin das Leben, ja, welches Leben will er uns geben? Er will uns ewiges Leben geben. Ja, in Johannes 10,10 steht sogar bei demselben Text, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben, um euch das Leben in... Ja, ihr seid bibelfest, super. Also, um euch das Leben in Fülle zu geben, also kein mickriges Leben. Gott gibt uns kein kleines Leben. Er gibt uns ein großes Leben. Und deswegen, ich spüre das so, dies sind wirklich besondere Exerzitien. Ich glaube nicht, dass ich einmal so Exerzitien hatte, auch wenn einige bekannte Gesichter, die schon öfter hier in Beuren waren. Aber ich glaube, sie sind in dem Sinn besonders, weil Gott mehreren von euch, ich will sagen allen, eine Tür öffnen möchte. Eine Tür öffnen möchte, wo wir uns entwickeln, wo wir weitergehen, wo wir Leben in Fülle bekommen und nicht wieder an diesen alten Dingen da herumarbeiten. Das, was einmal gebeichtet ist, Halleluja, ist gebeichtet. Ich habe jetzt gehört, bei Exerzitien, dann sind sie zu dem Beichtpriester gegangen und dann zu dem Beichtpriester und zu dem Beichtpriester und haben die gesagt, ja, ist unser Recht, denn wir haben bezahlt für die Exerzitien. Es ist gut, dass ihr lacht, aber traurig ist es trotzdem, versteht ihr? Das ist auch Missbrauch, aber in die andere Richtung. Das ist so, wenn ich zum Arzt gehe und dann sage ich, ja, lieber Arzt, dann gehe ich noch zum Arzt und noch zum Arzt und dann die Krankenkasse nochmal, nochmal, nochmal. Versteht ihr so? Das ist nicht richtig, ist einfach nicht richtig. Versteht ihr? Und so möchte Gott, ich glaube, er möchte viele hier wirklich Neues geben. Also nimm Neuland unter den Pflug, heißt es im Propheten Hosea. Das gilt für das Volk Israel, es gilt für das Volk, für uns Christen, es gilt aber auch für jeden Einzelnen persönlich. Nimm Neuland unter den Flug. Und welches Neuland ist das ja? Das wird der Herr jedem Einzelnen zeigen, das kann ich nicht sagen. Manchmal habe ich ein Wort oder ein Bild für jemanden, aber Gott wird dir den Weg zeigen. Ich will hören, was Gott redet und nicht, was Franz Müller redet. Versteht ihr? Und möge der Herr zu euch sprechen, auch durch diese Vorträge. Darauf kommt es letztendlich an. Und sagt nicht, ja, der Priester hat so gesagt, ich war mit derselben Sorge bei dem, der hat aber so gesagt, der hat wieder so gesagt, der hat so gesagt. Und dann, ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde darüber reden. Ich habe alles erlebt. Ich habe in Medjugorje erlebt, dass, ja, dann sitzt man offen da bei Beichte, ja. Wer war schon in Medjugorje? Ja, also viele. Dann habe ich gesehen, habe ich intensivste Seelsorge gehabt, also Beichte plus Seelsorge. Tags darauf sehe ich dieselbe Person bei dem Priester nebenan.
Ich zweifle nicht an meiner Seelsorge. Das sage ich euch gleich. Aber ich habe so ganz, ganz, aber nur winzige, kleine Zweifel an der Person. Was will sie? Was sucht sie? Suchen wir den Priester oder suchen wir Gott? Versteht ihr? Okay. Gut, aber vielleicht hatte dieselbe Person Angst, mir eine Sache zu sagen. Deswegen zu machen, ich sage das jetzt auch in aller Liebe. Aber trotzdem, wir sollten es wissen. Wie gehe ich damit um? Gut, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es in Fülle haben, dann meint er es auch. Er spricht nicht von Dollar und von Euro und von Yen. Er spricht von einem erfüllten, einem tief erfüllten geistlichen Leben. Also die Heilige dieses Tages, Schwester, Heilige Schwester Faustina, die wusste, was das ist, ein reiches Leben. Als Ordensfrau hatte sie sozusagen nichts. Sie wollte auch nichts mehr. Sie hatte ihren Reichtum. Ich war in einem Klarissenkloster, die sind ja ganz klausuriert. Und das war für mich, die singen sogar. Schön, das passt im Klarissenkloster. Es ist so eine Ruhe. Als ich dann die Heilige Messe doch bei denen gefeiert habe, also ich habe nachher zu denen gesagt, ich bin jetzt während der Messe geflogen. Das war so schön. Wirklich schön, dass ich dann saß und die Schwester hat gelesen, dann Psalm vorgesungen. Also, ja. Und dann saß ich, dann habe ich gesehen, wo der Schatz der Schwestern ist, das Tabernakel. Das ist ihr Schatz. Ich habe gesagt, ja, das ist deren Schatz. Die gehen nicht mehr vor die Tür, nicht mehr in die Welt hinaus. Außer vielleicht zum Arzt, aber sonst nada. Stellt euch das vor. Und jetzt dürfen wir klausurierte Ordensleute sein. Jetzt sind für ein paar Tage es üben, bei unserem Schatz zu sein, bei dem zu sein, der mich liebt, wie niemand anders mich liebt oder auch lieben kann. Ich mag das Gebet nach der Heiligen Kommunion. Ich gebe es immer, jetzt seit ein paar Monaten gebe ich es als Buße, weil Jesus mir gesagt hat, du gibst den Leuten jetzt eine andere Buße. Ich habe während 36 Jahren habe ich gesagt, drei gegrüßet seist du Maria. Das erste schenkst du der Mutter Gottes, das zweite betest du für dich und deine Familie und das dritte für uns Priester. War nicht schlecht, so habe ich viel Gebet bekommen. Aber dann hat Jesus mir gesagt, Franz, du sagst den Leuten, sie sollen beten, Seele Christi, heilige mich. Leib Christi, rette mich. Blut Christi, tränke. Da heißt in Latein anders. Blut Christi, berausche mich. Berausche mich, stellt euch das vor, das Blut, Wein ist ein Blut, berausche mich, ja, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nach der Beichte, dann macht ihr jetzt so richtig, wie betet ihr das so wie Wellness. Aber es ist nicht einfach so äußerlich Wellness. Also ich bete das so, betet ein paar Mal, Seele Christi, heilige mich. Seele Christi, heilige mich. Ein paar Mal, so als ob ihr ein Bad nehmt. Meistens beten wir, als ob wir in der Dusche sind. Schrrrt, ist fertig gebetet. Aber so jetzt einfach mal, genießen wir es, genießt es. Und dann ist mir klar geworden bei diesem Gebet, wenn wir das Gebet beten, das ist innere Heilung. Warum? Weil Jesus der Einzige im ganzen Universum ist und er als Einziger das absolute Privileg hat, das niemand anders hat. Auch nicht der Vater im Himmel. Er hat das Privileg, uns von innen zu umarmen. Wir Menschen umarmen uns äußerlich. Das ist schon nicht schlecht, ja. Aber Jesus selbst, der umarmt uns innerlich. Es gibt ja auch die Medikamente, die einen sind äußerlich und die anderen, die sollte man schlucken. Ja, kennt ihr. Aber hier ist das Medikament, so war es in den ersten Katechesen, bei den Vätern, also bei den, ja, der ersten Christen, aber den Katechesen, Erstkommunion-Katechesen, ich mag diese Katechesen, aber ich habe nicht genug davon gelesen. Aber von einer Katechese war es so. Und das trifft aber jetzt keinen von euch. Ihr seid alle so frei und so heilig. Also die hatten dann Probleme so in der Art. Ja, dann haben sie gesagt, sind sie zum Priester gekommen? Ja, wissen Sie, ich habe ein Problem. Während den heiligsten Momenten in der Heiligen Messe habe ich die dümmsten, die unreinsten Gedanken. Das passiert keinem von euch. Und dann haben die Priester ihnen gesagt,
Ihr macht Folgendes. Ihr geht zur Heiligen Kommunion. Wenn ihr gebeichtet habt, ihr seid im Stand der Gnade. Ihr geht zu der Heiligen Kommunion. Und wenn dann das Blut Christi eure Zunge bedeckt, dann streckt ihr dem Teufel die blutrote Zunge raus. Und er muss fliehen. So konkret haben die Katechese gegeben. Und so konkret umarmt uns Jesus in jeder Heiligen Kommunion. Und das sollten wir uns nehmen lassen, weil wir dann ein paar Minuten länger dann bei Danksagung sind. Nein, das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Er ist der Einzige, der bleibt, der, wenn die Stunde kommt, die die große Stunde ist, die große Stunde, wo wir dann in die Ewigkeit gehen, er ist der, der in uns ist, der uns trägt, der uns umarmt und sagt, komm, mein Schäflein, jetzt komm, bleib an meinem Herz, hab keine Angst, ich trage dich durch. Ich trage dich ins Licht. Du bist mein. Ich mag diesen Psalm 63. Meine Seele hängt an dir. Deine Rechte hält mich fest. Kennt ihr den Psalm? Ich finde das wunderbar. Meine Seele hängt an dir. Herr, ich will an dir hängen. Also, es gibt immer von beiden Seiten etwas. Es gibt von dem, der betet, der vor Gott kommt, der sagt, ich hänge meine Seele an dich, Herr, aber deine rechte Hand hält mich fest. Wow, das ist super. Und das ist Wort Gottes. Das ist jetzt nicht einfach nur Poesiealbum, was ich hier erzähle. Das ist Wort Gottes. Jesus will, dass wir Leben haben, dass wir lebendig sind. Und er möchte mit seiner Seele, mit seinem Leib, mit seinem Geist, mit seinen Gedanken möchte er in uns leben. Ich will etwas sagen zu diesen dummen Gedanken, die dann kommen. Das, dann auch, das ist jetzt Seelsorge, ja? Das ist jetzt keine Beichte. Viele kommen dann und sagen, ja, die Gedanken, dann erzählen sie eine ganz lange Geschichte, Barock und so weiter, Geschichten. Brauchst du nicht erzählen in der Beichte. In der Beichte sei knapp. Ich sage etwas zu diesen Gedanken. Oft sind das unreine Gedanken umso peinlicher. Ja? Stellt euch vor, es ist Sommer, ihr habt Krankenbesuch in einem Krankenhaus und da gibt es 20 Zimmer rechts und 20 Zimmer links. Es ist heiß, schwül heiß. Alle Türen stehen auf, die Fenster sind geöffnet. Du gehst in Besuch in dem letzten Zimmer hinten rechts oder links, egal. Und dann schaust du mal rechts, schaust du mal links. Da steht jemand nackt. Ist das Sünde? So ist es auch mit dem Gedanken, der versucht, dich zu quälen. Der Gedanke ist nicht die Sünde. Wenn ich dann im Krankenhaus bin, ich sehe, und ich gehe hinein ins Zimmer, was ist das? Dann fängt es an, Sünde zu werden. So ist es, wenn wir in den Gedanken hineingehen und den Gedanken zulassen und uns im Gedanken verlieren. Versteht ihr? Das muss ich einmal generell sagen. Das kommt so oft vor. Und ich sage euch, von den Versuchungen der Firma da unten ist das die billigste. Unterste Schublade. Ist billig. Und da könnt ihr schon mit dem Fuß drauf treten. Sagen, zeigt ihm die Zunge. Ich weiß, wem ich gehöre. Sagt den Namen Jesus. Sagt den Namen Immaculata. Ein Beispiel zu Immaculata, wie stark sie ist. Eine Person kam zur Beichte und das war dann aber auch ein bisschen Gebet, ja, auch ein bisschen Befreiung war schon. Ich hatte auch noch Beerdigung, noch Gottesdienst. Und dann haben die Glocken zum ersten Mal geläutet. Herr Pfarrer, mit erhöhter Stimme, und ich wusste, das ist nicht die Person, Herr Pfarrer, Sie müssen zur Beerdigung. Und dann habe ich war gerade im Beten, und dann während dem Gebet unterbrochen, gestört. Und ich wusste, woher der Wind wehte, habe ich gesagt, Immaculata, nee, hohe Jungfrau, gebiete diesem unreinen Geist, zu Jesus zu gehen. Nein, nicht diese. So war der Geist gequält. Und dann noch einmal, dann habe ich Mut bekommen. Da habe ich gesagt, Immaculata, gebiete diesem. Nein, nicht diese. Versteht ihr? Ich gebe dieses Beispiel. Ich bin kein Exorzist, ich bin einfach Priester. Aber manchmal müssen wir, ja, den Schutz, ich wollte jetzt sagen, die Waffen, Maria, das ist meine Schützerin, ja, müssen wir das nützen, was Gott uns gegeben hat. Versteht ihr? Und ihr dürft den Namen Maria sagen. Und sagt Maria, schick den, wo immer er hingehört. Steht er? Und ihr sagt einfach nur den Namen Maria, Immaculata, sodass ihr Distanz schafft zwischen dem Gedanken
und euch selbst. Und ihr müsst wissen, ihr seid nicht der Gedanke. Diese Identifikation, das ist oft das Problem. Ich bin schlecht. Versteht ihr? Dann fressen wir die Lüge. Kennt ihr das Menü der Schlange? Paradies. Morgensstaub, Mittagsstaub, Abendsstaub. Staub, Staub, Staub. Und der Lügner, der Mörder, der Dieb, er will uns Staub zu fressen geben. Es ist nur Staub, was er uns gibt. Wir brauchen diese Lüge nicht, ich sage bewusst, zu fressen. Ja? Ich sage nur etwas zur Seelsorge, was uns oft passiert. Es gibt viele gute Seelen, wirklich viele gute Seelen, auch empfindsame Seelen. Und diesen Seelen muss ich manchmal etwas zu wiederholen geben. Wir machen die Übung jetzt gleich, weil hier gibt es auch viele schöne Seelen, heilige Seelen, empfindsame Seelen. Ich spüre das und das ist schön. Ich mache mich nicht lächerlich darüber, aber ich weiß, dass ihr angegriffen werdet. So, ich wiederhole jeweils nach mir. Okay? Ich bin kein Blitzableiter. Ich bin kein Blitzableiter. Ich bin kein Staubsauger. Ich bin kein Staubsauger. Ich bin keine Mülltonne. Ich bin keine Mülltonne. Ich bin nicht das Lamm Gottes. Ich bin nicht das Lamm Gottes. Ich brauche nicht alle Probleme zu lösen wie ein Blitzableiter. Da ist jemand anders, der sich. Wenn man Dreck auf mich wirft, und das kommt vor, besonders jetzt für uns Priester, geweiht und auch in der Ehe, also auf die Christen wird jetzt Dreck geworfen. Du bist keine Mülltonne. Und wenn jemand Dreck auf dich wirft, da war ein Heiliger, ich weiß nicht, wer es war, der kam und hat gebettelt, nicht für sich, sondern für die Armen. Hat jemand vom Pferd rund auf ihn gespuckt. Hat dieser Heilige die Spucke weggewischt und gesagt, das war für mich. Und jetzt bitte etwas für die Armen. Also wir müssen wissen, wer wir sind und wer uns attackiert. Und wir brauchen uns nicht zu identifizieren mit dem Dreck, den man auf uns wirft, versteht ihr? Und wir sind auch kein Staubsauger, aber durch diese vielen Gespräche, da hören wir so vieles, da sind wir wie Staubsauger. Und manchmal kommt es vor, da meinen wir, wir sind das Lamm Gottes, ich muss alles lösen. Ich bin nicht der Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe, sagt der Apostel Paulus. Und das ist? Jesus. Yeah, wer hat das gesagt? Ja, okay, sehr gut. Sehr gut. Wir brauchen uns seiner nicht zu schämen. Jesus will uns Leben geben, macht uns nicht zur Mülltonne. Und wir dürfen alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Dieser Satz steht zum ersten Mal in einem Psalm. Ich kann jetzt nicht genau sagen Psalm, aber ich habe ihn jetzt heute oder gestern noch gebetet. Petrus schreibt in seinem Brief, werft alle eure Sorgen auf den Herrn, denn er kümmert sich um euch. Ja? Und Petrus ist in dem Sinne eine sehr große, eine super Autorität. Denn Petrus, er hatte Jesus verleugnet. Er hat gesagt, ja, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hatte Angst um sein Leben. Und den Kindern in der Erstkommunionunterricht, denen erkläre ich das folgendermaßen. Die verstehen das super. Und wenn die Kinder es verstehen, dann werden die es auch verstehen, bin ich überzeugt. Also, auch wenn es späte Stunde ist, als Jesus gekreuzigt wurde, waren alle traurig. Alle von den Jüngern waren traurig. Petrus auch. Aber Petrus war noch ein Stück mehr traurig als die anderen, weil er Jesus verleugnet hatte. Und er hatte nicht die Gelegenheit, Jesus um Verzeihen zu bitten. Da saß ein Stachel in seiner Seele, tiefer Stachel. Jesus am Ostermorgen, Auferstehung, er kommt zu den Jüngern, die sind noch nicht ganz glücklich, sind noch ein bisschen am Wackeln und so weiter, aber es ist schon Freude, Freude kommt auf, sind glücklich, dass der Meister wieder da ist. Petrus auch, aber er hat ein Problem. Da steht noch eine Sache zwischen ihm und Jesus. Wie soll er das lösen? Und Jesus weiß, was im Herzen von Petrus
jetzt geht, welche Gedanken da sind. Er weiß, was in deinem Herzen für Gedanken sind. Er kennt uns in der Tiefe. Und Jesus kommt auf Petrus zu und sagt, Petrus, jetzt müssen wir mal eine Hühnerfarm zusammenrupfen. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, komm mal ins Büro, wir haben was zu klären. Er sagt, Petrus, hast du mich lieb? Dreimal. Dem Petrus zittert die Stimme, die Kinnlade bebt, ist am Weinen. Das ist schön. Und Petrus durfte alle seine Sorgen, seine Sünde auf den Herrn werfen. Der erste Papst. Werft alle eure Sorgen auf den Herrn, er kümmert sich um euch. Und das geschieht auch in der Seelsorge. Auch wenn der Seelsorger nicht alle Antworten hat, also außer du hast alle Antworten. Nee, auch nicht. Ich habe nicht alle Antworten. Und wir haben nicht alle Antworten. Aber wir haben den, der die Antwort par excellence ist. Und das ist Jesus Christus. Und deswegen in Seelsorge auch immer Gebet. So wie der Seelsorger es spürt. Und versuche nicht, den Seelsorger zu manipulieren und zu sagen, jetzt müsst ihr aber noch für das beten, noch für das. Oh, oh, jetzt bin ich gerade bei Ihnen, ich habe bezahlt. Nein, lass den Heiligen Geist wirken, so wie der Seelsorger geführt wird. Vor einer Woche war ich irgendwo und dann war abends auch Gebet. Das war schön. Oh, das war, hat mir gut getan. Haben wir zu drei Priestern haben wir gebetet für die Leute, wir waren zu dritt und die Leute sind einzeln gekommen, die haben gebetet. Und manchmal gibt der Herr mir ein Wort. Und dann, ich muss jetzt noch, also mich, ich kann mich richtig freuen darüber. Dann kommt eine Person, ich habe sie gesagt, schauen Sie jetzt auf zu Jesus, schauen Sie auf zu Jesus im Sakrament. Und dann hat sie ihren Blick gehoben zu Jesus. Und dann habe ich gespürt, dass ich dieser Person etwas sagen soll. Und dann habe ich Folgendes gesagt, ihr dürft jetzt ein bisschen schmunzeln oder lachen. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie, wie schön Sie sind, wenn Sie auf Jesus schauen. Puh, noch nie sowas gesagt. Das ist der Heilige Geist, der auf einmal einem das eingibt. Und so lasst den Seelsorgern die Freiheit. Und seid nicht die, die sagt, ja, jetzt müssen Sie aber noch das. Wisst ihr, wir haben so viel schon gehört, von Gebet, von Seelsorge, von Befreiungsdienst und so weiter. Und dann meinen wir, jetzt muss es so gehen, wie ich es mir... Lasst die Freiheit. Ja? Lasst uns die Freiheit und lasst auch euch die Freiheit, dass das wirklich ungezwungen ist. Also wirklich in totaler Freiheit. Also, Gott möchte, dass wir Leben haben, Leben in Fülle. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja? Und heute Abend in der Lesung haben wir ja gehört aus dem Buch Nehemia, wie der Priester dann und die Leviten das Wort Gottes lesen, erklären. Die Leute sind berührt von der Wahrheit. Versteht ihr? Wenn es erklärt wird. Aber manchmal sind die Menschen auch getroffen von dem Wort. Ich gebe euch ein Beispiel, persönliches Beispiel, das mich tiefst getroffen hat. Und wegen dem Wort stehe ich hier. Ich habe ein Sabbatjahr gemacht nach Abitur. Das war schon ein bisschen außergewöhnlich, ja. Und dann war ich mit einem Einsiedler, aus einem französischen Einsiedler, war ich in Frankreich, in der Bretagne. Und er hat gesagt, dann wirst du, ich gebe Vortrag und du gibst Zeugnis. Okay, habe ich dann mit meinem Französisch dann, so wie ich es konnte, Zeugnis gegeben. Und dann kamen die jungen Leute dann zu mir, die waren dann 3-4 Jahre vielleicht jünger oder 2 Jahre jünger. Ja, und was machst du denn eigentlich in deinem Leben? Ja, habe ich gesagt, ich mache diesen Sabbat. Ja, aber was wirst du dann machen in deinem Leben? Und die Frage hat mich schon länger, also auch beschäftigt. Ich werde vielleicht ein andermal das ganze Zeugnis geben. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht werde ich Priester. Aber ich war innerlich noch nicht bereit. Und dann abends in der Kapelle, war überhaupt nicht schön. Die war russisch, die war nicht gepflegt. Französische Kapelle, Mano. Also... Und vor dem Tabernakel, aber der Herr war da. Und dann kam mir die Frage wieder in mein Gebet. Ich habe so den Tag zurückgehen lassen. Ja, und was wirst du später machen? Und dann habe ich zum Herrn gesagt, und jetzt wird es gefährlich.
Jetzt wird es gefährlich. Herr, wenn du willst, dass ich Priester werde, dann gib mir ein Zeichen. Also, wenn ihr etwas mit dem Herrn erleben wollt, dann gebt ihm freie Hand, Blankoscheck. Dann wird es schnell gehen. Und das Zweite, was ich ihm gesagt habe, Herr, dann musst du dich um das Zölibat kümmern. Ja, das war doch ein Deal, oder? Ich habe nur zwei Sachen gefragt. Als Zeichen habe ich mir vorgestellt, jetzt kommt schon wieder jemand und sagt, Franz, hast du nicht daran gedacht, ins Priesterseminar zu gehen? Meine Eltern haben das nie gesagt. Meine zwei Schwestern im Orden haben es nie gesagt. Aber es gab welche, auch mein Religionslehrer hat es nicht gesagt. Auch ein Priester, dem ich nahestand, hat es nicht gesagt. Aber andere, als ob die eine Berufung gespürt hätten. Und das war für mich nichts. Ich war eingeschrieben für Theologie in Straßburg, Laientheologie. Wollte dann, wie mein Religionslehrer, Religionsunterricht geben, evangelisieren und Familie haben. Super, das war meine Vorstellung. Und dann saß ich da, es hat keine 5 Minuten gedauert. Ich war ein bisschen müde, ja, aber ich war noch wach. Dann sehe ich hinter meinen Augen, so sagen die Kinder, hinter meinen Augen sehe ich 1 Samuel, 3. Kapitel, 5. Vers. Ja, habe ich nie vorher gehabt. Ich habe mir die Hand gekniffen, habe ich wirklich getan. Es blieb 1 Samuel, 3. Kapitel, 5. Ich wusste nicht, was das ist. Schlag auf, hier bin ich, du hast mich gerufen. Das ging nicht wie ein Blitz durch mich, aber es war einer von den wenigen Augenblicken in meinem Leben von solcher Klarheit, von solcher Evidenz. Und wenn ich jetzt sagen würde, das war nur, weil du müde warst oder weil du... Also ich würde mich selbst belügen. Es war so, es war wirklich so. Und ich war weder himmelhochjauchs noch zu Tode betrübt. Es war ein Moment von absoluter Wahrheit, die auch tief in meine Seele gekommen ist. Es war eine andere Freude. So, jetzt weiß ich. Eine Tür schließt sich, aber ich weiß, wohin ich gehöre und ich war sicher, es ist richtig. Und das war vor 44 oder mehr Jahren, ja. Preis dem Herrn. Und ich danke dem Herrn, dass niemand sich gemischt hat von meinen Ängsten, von der Familie. Später, als ich dann nach Hause gekommen bin, Vater saß im Sofa, Mutter am Tisch hat irgendwas genäht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde Priester werden. Der Vater hat gesagt, Franz, du weißt ja, was das bedeutet. Was er alles damit gemeint hat, weiß ich bis heute nicht, er hat es mir nicht gesagt. Aber ich glaube, so wie ich ihn später kennengelernt habe, ich glaube, er hat damit gemeint, es ist etwas Großes. Das, es ist etwas Schönes, etwas Heiliges. Ich glaube, das hat er damit gemeint. Dann ist Mutter, kein Wort hat sie gesprochen, ins Zimmer, ihr Schlafzimmer, und bringt mir dann eine Postkarte zum Lesen in Französisch von einer Ordensfrau, eine Luxemburg-Ordensfrau, die haben in Französisch so miteinander geschrieben. Und dann hat da stand geschrieben, ich sage es jetzt mal im O-Ton, peut-être ton petit Francis sera-t-il prêtre. Vielleicht wird ein kleiner Francis, hat man damals gesagt, wird der Priester werden. Aber sie hat es mir nie gesagt, nie gezeigt. Und jetzt erst vor einem Monat habe ich eine Postkarte gefunden von einem Priester, bei dem sie gebeichtet hat. Der war aus ihrer Ortschaft. Lizzie hat meine Mutter geheißen, Elisabeth. Lizzie, ich danke dir, dass du auch Ja gesagt hast zu diesem Kind. Wow, ich wusste das. Also, wie viele, jemand hat gesagt, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann werden wir sehen, wie viele Finger an unsere Seele Positives gebracht haben, wir wussten es nicht, getragen haben, für uns gebetet haben. Ich wollte das als Beispiel geben für Wahrheit. Weil das Wort Gottes ist Wahrheit. Auch wenn es uns manchmal nicht gefällt. Und wir würden es manchmal gerne ändern. Und heute versucht man vieles zu adaptieren. Und Kultur, früher die Kultur und heute die Kultur und bla bla bla. Und was 2000 Jahre gut war, ist auf einmal nicht mehr gut. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein. Prophetin Jesaja steht, ich glaube, es ist 2,5, da steht, was falsch ist, ist gut und was gut ist, ist jetzt falsch.
Shakespeare hat sogar das aufgegriffen. Fair is foul and foul is fair. Und das ist bei Shakespeare der Prolog zu dem Drama von Macbeth, wo es um Mord und Totschlag geht. Wir leben in dieser Zeit, wo auf einmal das, was bis jetzt gut war, nicht mehr gut ist, was schlecht ist, auf einmal wieder gut, salonfähig und alles Mögliche. Und die Menschen, und lasst euch da nicht verwirren, die Menschen, die wirklich, wir sagen, wir haben dieses Tauflied, ich will die Kirche hören, fest soll mein Taufwunsch, ich will die Kirche hören. Ja, wer will heute noch die Kirche hören? Wir basteln uns unsere Kirche. Aber die wahre Kirche hören, die Kirche, die am Wort Gottes festhält, darum geht es. Also, das war jetzt Klammer. Aber glaubt mir, die Leute, die Menschen sind hungrig nach einem Wort Gottes. Und im Prophet Zacharia, da steht geschrieben, es wird eine Zeit kommen, da werden sie von einem Meer zum anderen gehen. Und sie werden sich an zehn, werden sich am Gewand eines Mannes aus Juda festhalten und sagen, wir wollen mit dir gehen, denn du kennst Gott. Wollt ihr solche sein? Wollt ihr solche sein, an denen sich zehn festhalten? Zehn. Oh, oder mehr. Versteht ihr? Das ist doch wunderbar, wenn Leute kommen und sagen, du, ich spüre, bei dir ist etwas lebendig. Bei dir ist etwas Besonderes. Und das ist der Herr. Und sagt dann nicht, oh nein, 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 nein. Ich habe gelernt, ja zu sagen. In Demut. Und wenn Leute mir was sagen, oh, das war gut. Ja, ich kann mich dann auch freuen. Früher habe ich gesagt, nein, nein, nein. Also ich habe, ja, der Herr, der Herr. Ja, natürlich der Herr. Aber ich arbeite zusammen mit dem Herrn. Ich kann mich freuen. Ja, also ich, ja, falsche Demut muss nicht sein. Gut, Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Und der Menschensohn macht euch frei. Die Wahrheit macht euch frei. Und manchmal dauert es lange, bis wir die Wahrheit erkennen. Und darum müssen wir auch den Herrn bitten um diese Gnade. Dann, ich bin der Weg. Ja, wohin ist Jesus der Weg? Wohin will er uns führen? Er will uns an das Herz des Vaters führen. Dahin will er uns führen. Denn vom Herzen des Vaters sind wir ausgegangen. Und unsere Seele ruht nicht eher, oder Augustinus sagt, unser Herz ruht nicht eher, bis es ruht in Gott, bis es in dem Ausgangspunkt ruht. Und jetzt haltet euch fest. Letzte Woche war ich irgendwo, auch in deutschen Landen, zur Beichte, Seelsorge. Und dann hat zwei haben mir Folgendes gesagt, junge Menschen, ich war so überrascht, ich glaube, dass das so stimmt. Und eine Person hat so gesagt in der Art, ja, seit ich Kind bin, habe ich so ein Bild vor mir, so, dass ich im Himmel bin und dass meine Seele erschaffen wird. Ich habe zuerst gesagt, oh, jetzt kommt was Esoterisches. Meine Seele wird erschaffen und ich höre, wie gesagt, willst du zu dieser Mutter, zu dieser Frau gehen und ihr Kind werden? Willst du in die Familie gehen? Ja, voller Begeisterung, ja, gesagt. Aber du musst viel Liebe haben, hat sie dann die Stimme gehört. Das ist immer wieder gekommen, hat sie gesagt. Auch als Kind, das ist ihr geblieben. Für mich war das, wow, so ein Wow-Effekt. Warum? Weil Kinder werden nicht gemacht. So wie man bei uns sagt, wir haben ein Kind gemacht. Oder gezeugt. Mann und Frau, die sich lieben, sind offen für Leben. Und die Theologie hat vor so vielen Jahren, hunderten Jahren gesagt, es stimmt vielleicht heute auch nicht mehr, aber ich glaube fest daran, Mann und Frau, sie sind mit Gott zusammen schöpferisch tätig. Der Mann, die Frau geben sich selbst, also dann Samenzellen, Eizellen, und Gott gibt die Seele dazu. Das ist der Augenblick von wie ein Kind entsteht, geschaffen wird. Mann und Frau sind mit Gott schöpferisch tätig. Puh, ist große Ehre, versteht ihr? Und wenn man dann einfach nur, oh, wir haben Sex. Was ist das? Versteht ihr? Also, wo war ich? Ich war, der Weg. Die Seele geht von Gott aus. Und an demselben Tag hat noch eine andere Person mir Ähnliches erzählt. Ich glaube, dass das so stimmt. Glaube ich.
Okay. Und wenn der Vater das Ziel ist, Jesus der Weg, und er sagt in Johannes 10, sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen. Und ja, die Tür zu den Schafen auf der einen Seite, das ist die Erde. Und was ist hinter der Tür? Ja, ewiges Leben, der Vater. Und Jesus öffnet die Tür. Wir dürfen durch ihn durchgehen. Und jetzt schon durch ihn und in ihm und mit ihm Weide finden. Er gibt sich selbst. Dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Diese Worte dürfen nicht verändert werden. Und die werden auch schon, an denen wird auch schon gebastelt oder werden nicht mehr richtig gesagt. Oder diese Worte, sende deinen Geist auf diese Gaben, Herr, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes. Der Priester macht nicht etwas. Der Priester ist hineingenommen. Ich sage das jetzt einmal, ich sage das nicht oft. Mist. Mehrere Male, wirklich so, als ob ich es physisch gespürt habe, wenn ich niedergekniet bin, als ob Jesus in mir kniet. In mir kniet. So demütig ist er. Mit seiner ganzen Person in mir kniet. Und das ist keine Halluzination. Wenn wir zur Heiligen Kommunion gehen, was geschieht? Er wird ganz eins mit mir. Die heilige Theresia, Benedicta Acruce, die an diesem Ort öfter Urlaub gemacht hat, Edith Stein, die war hier, ja? Sie hat ein wunderbares Gebet zur heiligen Kommunion gebetet. Und da heißt es, und ich werde es nachschauen, ich wollte es einmal richtig auswendig, ich kann es nicht ganz, deswegen lassen wir den Effekt. Aber sie sagt, ich bin nicht mehr, der ich einst war. Nach der Heiligen Kommunion bin ich nicht mehr die oder der ich einst war. Und dein Ohr neigt sich den leisen Worten. Und deine Seele eint sich mit der meinen, ich bin nicht mehr der ich einst war. Ist ein wunderbares Gebet, auch nach der Heiligen Kommunion. Jesus selbst wird zur Nahrung, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt in den kommenden Tagen werden wir dann noch mehr auch dazu hören über den Vater. Das ist wirklich spannend. Herr, zeige uns den Vater, sagt Philippus. Ja, also ist wunderbar, wie viel allein im Johannesevangelium steht. Also, nehmt euer Heft, schreibt das auf, was der Herr euch zeigt im Stillen. Und manchmal könnte es auch sein, dass ihr sagt, ja, ist das von mir oder ist es von Jesus? Dann zeige es dem Seelsorger. Die werden unterscheiden können. Ja? So habe ich es am Anfang auch gemacht. Aber ich sage euch auch Folgendes, ich habe etwas sträflich vernachlässigt. Schon mit 17 Jahren oder 16, 17 Jahren hat ein Priester gesagt, ja, nehmt das Heft, schreib auf, was du mit Jesus sprichst. Und ich konnte aufschreiben, ich habe die Stimme Gottes gehört. Dann auf einmal war ich in Theologie und das war alles so irgendwie, ja, ich, keine Zeit, bis ich jetzt erst wieder vor, weiß nicht, 3, 4 Jahren wirklich angefangen habe, aufzuschreiben. Vielleicht die Tage werde ich euch einige Kostproben geben. Ha? Ja? Also es ist wirklich schön. Und ich will hören, was Gott redet. Versteht ihr? Also, wer von euch mag Secondhand-Kleider? Okay, es ist... Also, ja. Also, wenn es um Jesus geht, dann möchte ich nicht Secondhand haben. Dann möchte ich Firsthand haben. Also direkt von Gott möchte ich auch was hören. Ja? Und nicht nur von schönen Vorträgen und so weiter. Ich möchte auch hören. Und Gott wird zu euch sprechen. Ja? Herr Jesus, ich bitte dich jetzt für uns allen, dass dein reicher Segen auf uns herabkomme. Herr, ich bitte dich, sprich du zu uns in deiner Liebe. Mit deiner Kraft, mit deinem Segen sei du uns nahe.
Herr, behüte uns auch in dieser Nacht vor allen Angriffen des Feindes. Herr, ich bitte dich, schick deine Engel, jetzt Engel Michael, Gabriel und Raphael, auch unsere Schutzengel, damit wir behütet sind vor allen Angriffen, vor allen Spannungen, aller Unruhe. Mutter Maria, wir bitten auch dich, dass du deinen Mantel um uns legst und als Mutter, als Fürsprecherin, als Trösterin auch bei uns bist. Heilige Faustina, bitte du auch für uns. Heiliger Josef, du Schrecken der Dämonen, tritt auch du für uns ein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.